Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, heute soll es sich um ganz viele neue Goose Creek Frühjahrsdüfte gehen. Die Gläser sind jetzt schon eine ganze Weile draußen, aber irgendwie hat ja momentan Goose Creek so eine merkwürdige, ja, Veröffentlichungspolitik, sage ich jetzt mal. Also es werden zwar auch ein paar Wachsmelts kommen, aber auch nicht von jedem Duft. Und dafür kommen aber auch wieder Düfte, die letztes Jahr als Dreidochtglas erschienen sind, dieses Jahr als Wachsmelt raus. Also es ist alles ein bisschen konfus. Auf jeden Fall habe ich jetzt abgewartet und Time and Light war wieder so gut und hat die ganzen Düfte als Waxcrumbs hergestellt, weswegen ich jetzt doch einige testen konnte. Ich hatte ja schon im vergangenen Monat eins, zwei Gläser euch vorgestellt, die ich mir geholt habe, und jetzt habe ich, wie gesagt, noch ganz viele Waxcrumbs. Ich habe hier, glaube ich, über 15 Düfte liegen, die ich euch gern zeigen möchte. Ganz am Ende des Videos kommen dann auch noch zwei Yankee-Düfte, da sind noch zwei neue erschienen, die ich euch zeige. Und ansonsten fangen wir jetzt an. Als erstes habe ich hier Clementine Sunrise. Da haben wir hier so nur ein paar ja, Mandarinen auf dem Label. Und die Beschreibung dazu habe ich natürlich auch rausgesucht. Die lautet: Der düstere Regen hat sich endgültig verzogen. Die Sommersonne scheint hell und es werden zuckersüße Clementinen serviert. Enthalten sind zuckersüße Clementinen, goldene Mango, rosa Grapefruit, rote Johannisbeere, Zitrusfrüchte, helle Hülse und Frühlingsblumen. So. Ja, und das ist ein sehr, sehr schöner, frischer Duft. Man riecht in erster Linie auf jeden Fall diese Zitrusfrüchte und auch diese süße Note. Ja, das hat so eine richtig schöne, fruchtige, süße Mangonote. Das Spritzige von der Mandarine und diesen Zitrusfrüchten. Ja, der gefällt mir außerordentlich gut. Also, das ist ein sehr schöner, heller, frischer Zitrusduft, der super ins Frühjahr und Sommer passt. Also, gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Dann habe ich als nächstes für euch den Coconut Cherry Macaron. Ein sehr leckeres Label, da sehen wir so ganz viele Macarons drauf. Die Beschreibung: Einfach zu lecker. Gekühlte Kokos-Kirsch-Macarons sind der perfekte Genuss im Frühling. Enthalten sind Zuckerwatte, süße Kirschen, feine Macarons, geröstete Kokosnuss und Vanilleschoten. Davon habe ich mir relativ viel erhofft von dem Duft, weil ich die Kombi mag, Kokos und Kirsche. Sie wird aber ein wenig gedämpft. Also man riecht auf jeden Fall die Kirschnote raus und auch die Kokosnuss, das gefällt mir ganz gut, aber diese Teignote von den Macarons, die ist irgendwie ein bisschen dumpf, würde ich sagen. Vielleicht kommt es auch durch diese geröstete Kokosnuss. Das könnte mir ein bisschen zu, ja, ich hätte es mir ein bisschen frischer vorgestellt. Ich finde, dieser Teigmoment, der drückt das so ein bisschen runter. Da bin ich mal sehr gespannt, wie der warm ist. Man riecht auf jeden Fall auch diese Vanillekomponente. Aber wie gesagt, die Teignote sagt mir jetzt hier nicht ganz so zu. Coconut Cherry Macaro. Weiter geht's mit einem weiteren Food and Spice Duft, nämlich Peach Cobbler Donut. So sieht das aus. Das sieht so aus wie so ein paar Krapfen irgendwie mit Puderzucker. Und die Beschreibung: Wir lieben es zu backen. Mit Pfirsichmarmelade gefüllte Donuts werden frisch zubereitet und mit süßem Zucker bestreut. Enthalten sind saftige Pfirsich, süße Orange, brauner Zucker, Buttermilch, Praline, Vanilleglasur und gebackener Donut. Ja, das ist eine Mischung, die teils schon Böses erahnen lässt. Ich sage nur brauner Zucker. Tja, und das ist ein Duft, da weiß ich auch nicht so richtig. Also, man riecht in erster Linie den Pfirsich und dann aber auch diese, tja, diese Gebäcknote, die auch wieder sehr unangenehm ist in meiner Nase. Ja, das ist definitiv dieser braune Zucker, würde ich sagen. Und so ein bisschen, ja, der hat so eine Foodie-Note, die ich einfach nicht mag. Was war denn hier noch drin? Praline, Buttermilch, gebackener Donut. Vielleicht ist es der gebackene Donut. Also der Pfirsich und diese leichte, vielleicht Zitrusnote im Hintergrund durch die Orange sind okay. Aber dieses Gebäckige finde ich auch wieder so ein bisschen schwer. Ich werde natürlich warm testen, aber ich glaube nicht, dass das was für mich ist. Peach Cobbler Donut. Weiter geht's mit Plantation Row. Das ist dieser Duft, ein hellgrünes Wachs. Auf dem Label sehen wir so eine, ja, Reihe von Bäumen und die Beschreibung: Spazieren Sie durch die natürliche Allee von Bäumen, während die Trauerweiden einen sehr erholsamen Schatten spenden. Enthalten sind saftige Melone, Apfelscheiben,
Veilchenwiese, rosa Blüten, grüne Blätter, reine Hölzer und Weidenbäume. So, also was sehr Fruchtiges und Florales. Ja, und der ist recht angenehm, der ist sehr frisch. Man hat auf jeden Fall diese frischen Momente von dem Apfel und der Melone. Aber komischerweise, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ich hatte mir den, wie hieß er denn gleich, Clear Blue Sky im Glas geholt und der roch ja für mich persönlich sehr nach Melone. Und hier, wo jetzt wirklich Melone drin ist, rieche ich sie nicht so raus. Das hat nur so eine gewisse Frische. Das hat so einen grasigen Moment auf jeden Fall. Ja, und das macht Lust auf Frühling. Wirklich so, als ob man so ein bisschen spazieren geht. Ein paar Frühblüher so an der Seite links und rechts stehen. Ja, den finde ich sehr angenehm. Schöne florale Momente. Plantation Row. So, als nächstes habe ich für euch den Summer Fireflies. Auf den war ich ja auch sehr gespannt. Es gab ja mal ein, wie hieß er denn gleich? Da gab es schon mal so einen Firefly-Duft, den ich ja total, Catching Fireflies, den mochte ich sehr, sehr gerne. Der ist leider aus dem Sortiment raus und jetzt gibt es diesen hier, Summer Fireflies. Es ist der perfekte Sommernacht, Millionen Glühwürmchen funkeln in der Ferne am Himmel. Enthalten sind wilde Beeren, Zitrone, Alpenveilchen, Guave, Hibiskus, Jasmin, süße Hölzer, Zeder und Patchouli. Also eine sehr gegensätzliche Mischung. Zum einen haben wir so viele fruchtige Momente und auch was Florales und dann aber dieses Holzige. Und dieses Holzige mag ich auch nicht so gerne. Also das macht das Ganze auch wieder sehr, sehr dumpf. Also ich glaube, das könnte an Weihnachten auch durchgehen als ein Tannenduft mit Fruchtmomenten. Aber der ist, ich finde ihn sehr, sehr dumpf. Man riecht auf jeden Fall so diese bärigen Momente. Vielleicht auch so eine gewisse exotische Süße, könnte man sagen, vielleicht von der Guave. Und dann hat es aber diese Zeder hierbei, die das Ganze sehr drückt, würde ich sagen. Also ist nicht mein Duft, muss ich sagen. Wer, wie gesagt, so was Holziges mag und dazu ein paar Fruchtmomente, für den ist das vielleicht was Summer Fireflies. Da habe ich mir ein bisschen was anderes erhofft oder drunter vorgestellt. So, kommen wir zu einem Duft, der als Dreitochter erschienen ist, nämlich Fresh Picked Dandelions, ein Pusteblumenduft und den fand ich sehr, sehr interessant. Bringen Sie wundervolle Zeichen des Frühlings in Ihr Zuhause. Es ist wie eine Erinnerung an Ihre Kindheit, als Sie Ihrer Mutter einen Strauß frischer Wildblumen geschenkt haben. Enthalten sind frisch gepflückte Pusteblumen, Orangenschale, Pfingstrosen, Sonnenblumen, Bergamotte und kühle helle Hölzer. Ja. Und es ist ein interessanter Duft. Man nimmt auf jeden Fall als erstes, finde ich, was Herbes, Zitrisches wahr. Das wird auf jeden Fall diese Bergamotte sein. Die hat ja oftmals so einen zitrischen, herben Moment. Man riecht auf jeden Fall was Florales. Gut, wie Pusteblume oder Sonnenblume jetzt riecht, könnte ich jetzt so nicht genau definieren. Es riecht auf jeden Fall grün, hellfloral, man riecht irgendwie was Gelbes. Also das kommt wahrscheinlich, wenn man diese Sonnenblumen oder Löwenzahn im Kopf hat und dann auch vielleicht diese Zitrusfrüchte. Und dann ist im Hintergrund definitiv diese holzige Note. Da weiß ich nicht, ob mir das so zusagt, aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie der warm ist. Also wenn da diese Zitrusnoten und das Florale überwiegt, also würde der mir sehr, sehr gut gefallen. Fresh Picked Dandelions. So. Weiter geht's ebenfalls mit einem Dreidochtglas, nämlich Lemon Parsley Water. Also eine Zitronen-Petersilien-Wassermischung. Es ist Zeit für den Frühjahrsputz. Öffnen Sie die Fenster und fühlen Sie sich für die kommende neue Saison erfrischt. Enthalten sind kalifornische Zitrone, grüne Blätter, Thymian, frische Petersilie, Salbei, wässrige Noten und helle Hölzer. Ja, ein sehr, sehr zitrischer Duft. Der ist auf jeden Fall, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob er für mich sogar schon so einen Tick zum Reiniger hat. Es ist, also man riecht zwar schon eine frische Zitrusnote und es hat irgendwie was sehr Frisches, Erfrischendes, aber also wie eine Limonade, weiß ich jetzt nicht genau. Es hat vielleicht auch ein paar süße Momente.
Und es hat auch so diesen Moment von einem Zitronenabrieb, würde ich sagen. Und dadurch werden aber auch diese ganzen Kräutermomente erschlagen. Also da rieche ich jetzt nicht viel, was diese Petersilie angeht oder den Thymian, Salbei. Ja, es ist ein erfrischender Zitrusduft. Ich bin gespannt, wie er warm ist. Lemon, Parsley, Water. Weiter geht's mit Marshmallow Sugar. Jetzt kommt wieder was für die Foodie-Liebhaber. Der ist als Dreidochglas erschienen und kommt, wenn mich nicht alles täuscht, auch als Wachsmelt raus. Marshmallow Sugar. Fluffige Marshmallows werden geschmolzen und mit Zuckerwatte vermischt, um eine einzigartige Marshmallow-Creme zu erhalten. Enthalten sind fluffige Marshmallows, cremiger Teig, warme Vanilleschote, Vanillezucker und süße Schlagsahne. Ja, und den finde ich lecker, muss ich sagen. Der ist sehr schlicht, sehr simpel, aber er gefällt mir. Man riecht wirklich so diese süßen, fluffigen Marshmallows. Man riecht tatsächlich so ein bisschen diese leicht buttrige Schlagsahne, würde ich sagen. Und eine helle Vanille. Ja, also der gefällt mir sehr gut. Das ist jetzt natürlich nichts Aufregendes Neues, aber ich finde ihn sehr solide, sehr lecker. Der gefällt mir, Marshmallow Sugar. Weiter geht's mit Thyme and Mose oder Moss. Da sehen wir diese ja, dekorative grüne Pflanze. Und die Beschreibung: Die erdige Mischung aus wildem Thymian und natürlichem Moos bilden die perfekte Basis für einen frischen Frühlingsanfang. Enthalten sind Zitrone, erdiges Moos, Thymian, Eukalyptus, Lotusblüte, Sandelholz und Patchouli. Ja, und ich weiß nicht, ob ich da jetzt so recht Frühling rausriechen kann. Es hat auf jeden Fall diesen erdigen Moosmoment. Es riecht schon so ein bisschen erdiger, schlammiger, aber auch grün. Aber ob das jetzt so, weiß ich nicht, mich direkt an Frühling erinnert. Es könnte auch ein Matschtag im Herbst sein, muss ich ehrlich sagen. Also, tja, er hat zwar was Frisches, das kommt mit Sicherheit auch durch Moos, weil Moos ist ja immer so ein bisschen was Wässriges, Frisches. Aber Frühling ist das jetzt, weiß ich nicht, für mich jetzt nicht der Inbegriff. Sagen wir mal so, es ist ein grüner, frischer Duft, aber der könnte genauso gut auch im Herbst funktionieren. Thyme and Mose oder Moss. So, was haben wir als nächstes? Den Strawberry Angel Food Cake. Ich glaube, das ist jetzt der vierte oder fünfte Angel Food Cake Duft, diesmal mit Erdbeere inszeniert und die Beschreibung dazu. Ein hausgemachter fluffiger Angel Food Cake mit frischen Erdbeeren und süßer Sahne bedeckt. Enthalten sind frische Erdbeeren, saftige Ananas, fluffiger Angel Food Cake, warme Vanille, buttrige Vanille und süßes Karamell. Ich war hin und her gerissen, aber ich dachte mir, als Rex Crumbs nimmst du ihn auf jeden Fall. Und ich bereue es nicht. Also, als ich das erste Mal dran geschnuppert habe, war ich sehr an Summer Scoop von Yankee Candle erinnert. Ich finde, das ist eine ganz frische, cremige, sahnige Erdbeernote. Die ist ja einfach nur lecker. Also, es hat für mich was sehr Cremiges. Es hat natürlich auch ein bisschen Kuchenmoment, aber sehr vanillig abgerundet. Ja, sehr lecker, dekadent, sahnig und ich finde ihn gut. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie gesagt, wer vielleicht Summer Scoop von Yankee Candle mochte, der kann den hier mal testen. Ja, Strawberry Angel Food Cake. Es ist, wie gesagt, eine leichte Teignote vorhanden, aber ich finde die Erdbeernote ist sehr süß, sehr sahnig und cremig. Gefällt mir gut. Kommen wir zu Sailboats. Wo ist er denn? Wo habe ich den denn jetzt hin? Habe ich den jetzt hier gar nicht rausgesucht? Naja, ich zeige euch so Sailboats. Und ich kann mich daran entsinnen, dass auf jeden Fall viele florale Komponenten drin waren. Vielleicht so Rose, Hyazinthe, irgendwie sowas in so eine Richtung und eine frische Seebrise. Und den finde ich auch klasse. Also es ist ein sehr maritimer, frischer Duft. Für mich persönlich geht er aber nicht in eine männliche Richtung, sondern eher in wirklich diese florale Richtung. Also es hat einen ganz tollen, Fresie war noch drin, genau, das weiß ich noch, habe ich jetzt so im Hinterkopf. Also es hat wirklich sehr helle, frische Blüten, die mit so einem aquatischen, ja, Hauch umschmeichelt sind. Es hat
vielleicht einen minimalen parfümigen Einschlag, aber definitiv nicht männlich für mich persönlich, ne? Also ich finde das ein ganz toller floraler Duft, muss ich sagen. Da bin ich echt überrascht. Ich habe hier auch was sehr maskulines, aquatisches erwartet, aber definitiv ein floraler Duft. Sailboats gefällt mir super gut. So, dann habe ich noch. Wo sind die denn jetzt alle hin? Ach so, genau, jetzt weiß ich, weil ich es hier ans Ende gemacht habe. Genau, ich habe es jetzt doch nochmal gefunden. Gemischte Sommerfrüchte, Fresien, Jasmin, Rose, Meeresbrise und Sandelholz. Dann ist vielleicht das Sandelholz dieser parfümige Moment. Ups, weg damit. Und ja, weiter geht's mit Coconut Sauna Wood. Da war ich auch gespannt. Und die Beschreibung dazu: Atmen Sie das beruhigende Aroma der hawaiianischen Inseln ein. Ein Tag in der Sauna schafft innere Ruhe und Entspannung. Enthalten sind blühende Mandarine, Blutorange, frische Kokosmilch, cremiger Jasmin, Sandelholz, Vanille und warme Hölzer. Das ist übrigens ein Dreidochtglas. Ja, und ein sehr angenehmer Duft. Man riecht auf jeden Fall die Kokosnuss, die ist tatsächlich sehr cremig. Man riecht so ein bisschen dieses Parfümige vom Sandelholz, diese holzigen Momente. Aber die sind überhaupt nicht überladen. Ich finde die sehr angenehm gepaart. Ja, das hat tatsächlich einen sehr, finde ich, beruhigenden Moment. Muss jetzt nochmal schauen. Mandarine. Blutorange. Also es könnte im Hintergrund eine leichte Zitrusnote sein. Ansonsten finde ich den super gemütlich, kann man sagen. Nach Kokos. Ja. So ein bisschen leicht parfümig, kann vielleicht auch durch Jasmin kommen. Coconut Sauna Wood gefällt mir gut. So, dann kommen wir noch zu drei, nee, vier älteren Goose Creek Düften, die ich mir mal wieder nachkaufen wollte. Da fangen wir an mit einem Glas. Ich wollte mir eigentlich erst als Wachsmed kaufen, aber irgendwie gab es das nicht. Auf keiner Seite. Deswegen weiß ich nicht oder habe ich die Befürchtung, dass der aus dem Sortiment geht. Da gibt es ja irgendwie auch nie so wirklich Listen von Goose Creek. Auf jeden Fall ist die Rede von Stormfront. Also ich mag den super gerne. Das ist jetzt, ich glaube, mein drittes Glas. Ein super cooles Label, eine schöne aprikotfarbene Wachsfarbe. Und ja, die Beschreibung dazu. Stormfront. Mystische Blitze erfüllen den Himmel, während sie die Schönheit eines sanften Sommersturms bewundern. Enthalten sind Orange, Ananas, weißer Pfirsich, Apfel, Jasmin, Lavendel, Zedernholz, Sandelholz und Bernstein. Ja, und ich sage es immer wieder, für mich ist das wie ein frischer, männlicher Wäscheduft. Diese Zedernote der Lavendel, die machen das maskulin und auch frisch. Und dann sind diese fruchtigen Komponenten, die das Ganze sehr gut abrunden, ne? Also so Weichspielerdüfte haben ja oftmals auch so ein bisschen was Fruchtiges. Oder florales, und ich finde das hier, für mich ist das wie gesagt immer wieder ein sehr kühler, frischer, maskuliner, weicher Wäscheduft. Mag ich super gerne. Die Zeder ist, wie soll ich denn sagen, also im Vergleich zum Beispiel bei diesen Summerfireflies, wo die Zeder dabei ist, da finde ich den ja sehr dumpf, sehr erdrückend. Und hier ist die aber sehr frisch irgendwie. Also die ist wirklich sehr hell. Gefällt mir super gut. Ich freue mich drauf. Stormfront. Dann habe ich mir mal wieder geholt Breezy Tulips. Habe ich, glaube ich, dieses Jahr erst auch als Glas leer gemacht. Die Beschreibung: Der Frühling erblüht, wenn der frische Duft von Tulpen in der Luft in Holland. Oh, ich fange nochmal von vorne an. Also, der Frühling erblüht, wenn der frische Duft von leuchtend roten Tulpen die Luft in Holland erfüllt. Enthalten sind rote Tulpen, frische Blumen, Himbeeren, rote Beeren und Sandelholz. Herrgott nochmal. So, und es ist mein liebster Tulpenduft. Ich liebe den. Der ist frisch grün und hat aber diese süßen Momente durch diese Himbeeren, was leicht Parfümiges durch das Sandelholz. Ich finde den einfach nur fast schon lecker, kann man sagen. Also ich finde den mega. Deswegen, der musste noch mal mit. Breezy Tulips. Dann habe ich mir wieder geholt Rain Drenched Strawberry. Da ist die Beschreibung: Ein weicher Gartenregen. Was ist ein Gartenregen? Ach, irgendwie komme ich mir so konfus vor. Ein weicher Gartenregen fällt vom Himmel. Sonnengeküsste Erdbeeren beginnen zu glitzern. Ja. Ja, und das ist ein Erdbeerduft, der.
für mich ein Hauch irgendwie vielleicht auch Rhabarber bei hat. Ich habe jetzt hier gar nicht die Komponenten stehen. Und der hat jetzt ja zumindest kalt eine leicht gebäckige Note, komischerweise. Also ich finde dieser Strawberry Angel Food Cake, oh, es wird nicht besser. Den finde ich auf jeden Fall frischer und fluffiger und sahniger. Und den hier finde ich ein bisschen dumpfer im Vergleich. Da bin ich aber mal gespannt, wie der sich warm entwickelt, weil ich hatte den schon mal im Glas und da fand ich den eigentlich sehr, ja, erdbeerig, frisch, fast schon wie so eine zermanschte Erdbeere. Ja, Rain-Drenched Strawberry. Und zu guter Letzt von Goose Creek der Cucumber Rain. Auch ein Duft, den ich schon mal als Glas hatte. Eine frische Mischung aus wässriger Gurke, luftige Mimose, Sea Spray und taufeuchten Blütenblättern, hervorgehoben durch Inselmoschus, Meeresluft und Treibholz. Ja, und den liebe ich ja. Das ist ein sehr aquatischer, cremiger Duft, muss ich sagen. Ja, ich finde, der hat so ein bisschen was Bodylotion-artiges, aber sehr, sehr frisch, sehr wässrig. Das hat so einen Gurkenmoment. Ja, Cucumber, ne, ist Gurke. Was richtig taufrisches, also ich mag den super gerne. Dazu dieser cremige Moment, ich finde ihn super entspannend und wohlig für Frühling und Sommer. Cucumber Rain. So, und jetzt kommen wir noch zu zwei Yankee Candle Düften. Zum einen habe ich den Duft des Jahres Discovery als Wax Crumbs und den zeige ich euch auch als erstes. Und die Beschreibung dazu: Der Duft ist eine exotische Mischung aus Früchten und Gewürzen und zeichnet sich in seinem Wesen durch die Wärme von Ingwer aus. Eine Zutat mit tiefen Wurzeln in der ganzen Welt. So, enthalten sind Guavennektar, Tangelo, Orange, roter Ingwer, Pfirsich, Sternfrucht, Kardamom, Passionsfrucht, Cassis und Mango. Es ist eine sehr, sehr tropische Mischung. Für mich riecht das im ersten Moment wie eine zitrische Limonade, würde ich sagen. Also für mich sind diese zitrischen und exotischen Nuancen auf jeden Fall im Vordergrund. Der Ingwer bringt so eine minimale Schärfe, aber es wird auch nochmal durch Vanille abgerundet. Und es ist auch ein bisschen so eine zuckrige Süße vorhanden. Das könnte, ja, weiß ich nicht, von der, was ist denn hier bei Passionsfrucht, Cassis. Diese Cassis bringt nochmal so ein bisschen Säure. Ja, also es ist auf jeden Fall ein tropischer, fruchtiger Duft, geht in eine zitrische Richtung. Ich finde ihn ganz angenehm. Ein Glas weiß ich jetzt nicht, ob ich das bräuchte, aber als Wax Crumbs finde ich den völlig in Ordnung. Discovery. Und dann habe ich noch von den Returning Favorites Tutti Frutti. Da ist die Beschreibung: Für immer jung, das fröhlich-süßliche Aroma von Kirschen, Himbeeren, Erdbeeren und Zitrone. Ja, mehr ist es auch nicht. Und ich finde es eigentlich ganz lecker. Als erstes rieche ich so eine Mischung aus der Kirsche und der Zitrone. Das hat so einen Hauch was Mandeliges. Und dann kommt noch so ein bisschen diese Süße von der Himbeere und Erdbeere dazu. Also insgesamt ein sehr, ja, süßer, kunterbunter Lolli-Duft, so wie es auf dem Label auch ist. Finde ich auch mal ganz in Ordnung für zwischendurch. Hat für mich, wie gesagt, durch diese Kirschnote auch einen Hauch von Mandel, aber gefällt mir gut. So, ich warte immer noch auf meinen Pink Lady Slipper. Ich hatte mir vergangenen Monat den als Glas in Irland bestellt. Mittlerweile ist er schon in Deutschland verfügbar. Alle haben ihn, außer ich. Naja, ich warte einfach mal noch drauf, ob er jetzt die Tage kommt und dann werden wir uns im nächsten Video hoffentlich wiedersehen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welcher der vielen Düfte euch am besten gefallen hat. Ich kann euch ja meine Favoriten mal kurz zeigen. Das war definitiv der Sailboat, dieser schöne aquatische florale Duft. Dann fand ich den Clementine Sunrise sehr ansprechend, diese schönen süßen Clementinen, so ein bisschen fruchtig, zitrisch, hat mir sehr gut gefallen. Überrascht war ich auch von dem Coconut Sauna Wood. Der hat dieses, wie gesagt, schöne, cremige von der Kokosnuss und so ein paar warme Sandelholzmomente. Und ich bin auch sehr gespannt auf den Fresh Picked Dandelions, muss ich sagen, was der warm hergibt. Ja, ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Macht's gut.